So, willkommen zurück zum zweiten Teil. Ich war gerade auf dem Weg, um mir einen Job zu suchen im Gefängnis. Nochmal kurz schauen, dass alles stimmt mit den Einstellungen im Spiel. Jo, stimmt alles. Speichern. Oh, da sind ganz viele Stände. Sind alle von meinem letzten Stand, wo ich gespielt habe. Ich speichere immer gerne sehr viele Stände ab, falls es doch mal irgendeinen Punkt gibt, wo ich nicht weiterkomme. Na, natürlich haben wir den erledigt, aber Fett ist schon ein bisschen rassistisch. Boah. Ja, er asked for it. So the kid and me gave it to him good. Hey, good one, buddy. You too, kid. That fat pile of shit had it coming. Absolutely right. Oh ja. Ja. So wird halt über Übergewichtige geredet. Hm. Oh, da hinten ist eine Truhe. Mal schauen, ob ich das schaffe. Ich gehe einfach mal hin. Verschwinde hier. Oh oh, jetzt gibt's Schläge. Oh, ah. Erstmal den Sand drauf. Hm. Boah. Schon halb tot. Schnell Heilung nehmen. Also einen habe ich jetzt schon mal geblendet. Das ist ganz gut. Die machen aber auch echt Schaden, ey. So. Innocence lenkt gerade den dritten ab. Das hilft mir schon ungemein. Ich habe festgestellt, dass die Alice zwar meistens etwas schwächeln, aber... Oh, das ist jetzt gerade nicht günstig. Was will er von mir? Ach so, die Charaktermenü. Aber ich bin gerade mitten in einem Kampf. Boah. Oh, ich merke gerade, dass der eine Sonnenbrille hatte. Und deswegen konnte ich keinen Sand verwenden. Tja, muss ich nochmal laden. Ist eigentlich total schwächlich, gegen drei Leute abzuwürgen. Naja. Es ist aber immerhin extrem. Ah, jetzt habe ich beide geblendet. Und der andere geht wieder auf Innocence. Das ist ziemlich gut für mich. Manchmal weichen die, so wie es aussieht, auch das Handwerfen aus. Jetzt habe ich mal schnell was zum Heilen genommen. Diese Rumrollen ist auch ganz nett. So. Naja, zumindest hat es jetzt geklappt. Jetzt schaue ich erstmal, was ich hier an Level mache. Ja, ein verfügbarer Punkt. Da würde ich als nächstes den Kampfgeist nehmen. Aus dem Grund wegen meinen... Ja, wegen meinen... Leveln. Lehrlingshandwerk stellt drei Gegenstände her. Ja, später kann man auch Gegenstände herstellen. Ich schaue jetzt einfach mal nach, was in der Truhe so drin liegt. Diese blauen Truhen sind meistens so Special-Truhen. So, und die Körper kann man auch untersuchen. Findet man ab und zu auch nützliche Dinge. Huch, nee, den will ich nicht verprügeln. Immer alles schön aufsammeln. Und jetzt gehen wir mal kurz leveln. Was haben wir denn da? Projektile parieren. Ah, tun wir noch mal die Zähigkeit erhöhen. So. Okay. Ich habe gemerkt, ich kriege ziemlich viel Schaden auf der Stufe. Das ist ja nicht umsonst die schwierigste. So, klettern wir mal wieder zurück. Und dann gehe ich hier mal zu meinem neuen Job, den ich im Gefängnis habe. Erstmal außen rumlatschen.
Huch, schon wieder Waffe gezogen. Ich habe nie erfahren in dem Spiel, wie die Leute dort überhaupt atmen können auf dem Mars. Das habe ich nie gepeilt. Ah, eine schicke Frau mit einem komischen Mann. Geht es dir zu langsam, dann sprinte. Ja, das haben wir jetzt schon die ganze Zeit gemacht. Oh. Das sind ein bisschen komisch aussehende Menschen. Hm. Gehen wir mal da hoch. Was gibt's denn da Schönes? Hm, eine Truhe, yeah. Komischerweise ist die unbewacht gewesen. Naja. Gut, dann schaue ich mal, dass ich da endlich zu meinem Job komme. Hm. Tomaten. Jetzt habe ich Hunger. Ach, ich gehe da einfach mal rein. What did you do before the war? Nothing special, sir. Great. Look, answer yes or no. It'll go faster. You good with your hands? Hm. Not real? I said yes or no. Can you write? No, Sarge. All right, buddy. Look, I'll put you in the kitchen and you'll peel boots. That'll do just fine. Next. First name, what's last name, former job. Innocent Smith. I was a student before the war. I mean, I was training to be an electrician. Innocence. I sure look like your name, kid. For once. Anyway, can't say that's a good idea around here. You might just lose your innocence the hard way. Oh. Wanted to be an electrician, huh? Ist ja schon passiert. Don't look like you got your hands on too many wires, if you ask me. You sure you know what you're doing? Yes, well, it's true that I don't have a lot of experience yet, but I was training. Well, you sure look like a rookie to me. But anyway, we got a power plant here. You can learn on the job. Next. Poor kid. Those Aurora bastards take him young. First name, last name, for... Hey, you're not new. Roy Defiance or something like that. Temperance, actually. But don't sweat it. I never got used to it either. What do you want? Didn't we already give you something to do? Yeah, you did. I unload equipment crates. But I heard you need more people for the cleaning. Yeah, it's true. And you're good at fighting, right? They say you kicked the shit out of the fat guy. Ich will aber ausbrechen. Can't say you didn't deserve it, though. You know, the last guys who went down there didn't come back in good shape, right? I know, but moving crates has bored me shitless. Some action would be a nice change. Very well. I'll reassign you. Go talk to the guards at the top of the drilling wall. But don't come bitching to me if you're missing an arm when you come back up. Next. Ja, gut. Hm, muss ich nochmal mit Innocence reden? Yes. Hast du eine Minute? I have a few questions to ask you, if it's okay. Was hast du vor dem Krieg gemacht? Not much. My parents had a store and I was going to take it over. I was sort of learning the tricks of the trade. But I wasn't really into it, to be honest. I preferred hanging out with my friends. And you? Ich war ein Sucher. Keine Ahnung, was das ist. Das ist nochmal. Keine Geschichte. Ah, nichts Besonderes. Ich bleib mal verdeckt. Glorious, but
I got by. What battles did you fight in? Mostly skirmishes. Lots of trench warfare around the Shadow Lines. Not good memories. Pretty bad, actually. I hear that. War's pretty disgusting, but it seems like it's the only thing going on in this rock. And you? Seeing how you fight, you must have been really something at the front. Ich habe mich bedeckt gehalten. Ups, versehentlich weggeklickt. Nicht gut. Kennst du Leute hier im Lager? There's got to be people I fought with. But I don't really see any familiar faces. Except maybe. Anyway, that would be really weird. What? That girl we saw on the bridge, in the blue dress. I get the feeling I've seen her somewhere. On the battlefield? She looks kind of young to have been at the front, even if it is possible. No, in Shadow Lair. It's dumb, I must be wrong, but she looks kind of different. True. Weird, yeah. Come on, gehen wir. Go. Okay, finde einen Weg, Waffen zu beschaffen. Roy, you're really going to fight those creatures? It sounds pretty dangerous. Yeah, those moles are serious shit, but don't worry. I'll have a gun. Ach, Maulwürfel, was sind das schon? Why are you taking the risk? I mean, to escape. They'll let us go someday, won't they? Probably, but it'll take months, if not longer. I already had to live in a cage, and I swore I'd never go through that again. I've already been here way too long. I was just waiting for someone I could trust to show up. All right, I'm going. You try and find out as much as possible about how the plant works. We'll meet up again this evening. All right. And, good luck. Jo, dann bin ich jetzt wohl erstmal alleine für kurze Zeit. Durch immer schön mal safen, weil das natürlich extrem wichtig ist. Paul! You one of the new cleaning recruits? Yeah, been to the recruitment office and they gave their approval. Hey, aren't you the guy who fought with the Fat Ones gang and nearly killed them? Ja, das bin ich. Ist das ein Problem? Yeah, so what? You a friend of yours? The bastard had it coming. Yeah, maybe so. But hotheads like you make our job a lot harder. Anyway, you'll be able to let it all out down there. If the moles don't eat you. Take a gun from the counter at the back. But don't fuck around with it. You better not try nee, to get buddies down there. Keine Sorge. Because you're gonna need your buddies to survive. And as for us, well, we're just looking for an excuse to take you down. Now get down there and make yourself useful. Okay. Jawohl, Chef. I came to get a gun. Here. The charges are fully loaded, so you shouldn't have any problem with the ammo. But if you come across the guys from the last squad, the ones who didn't come back up, I mean, take their guns and bring them back to me, you'll get a reward. All right, I'll have a look. Perfect. Hurry up. The others are waiting. Okay, Lagerbaubereich. Links unten sieht man natürlich auch die ganzen Tipps. Ist ja bei den heutigen Spielen öfters so, dass im Ladebildschirm die Tipps eingezeichnet sind. Gibt's da hinten irgendwas? Meistens ist nämlich in den Ecken irgendwelche Truhen versteckt. Wie hier zum Beispiel. Erstmal immer schön safen. Okay. Dann gehen wir einfach mal geradeaus durch. Always gotta be hungry, don't I? Or I'd never go down there. Are you serious? If that's the only reason, you should have maybe stood back. I hope you know how to use that thing. Them bugs don't just dance. I know, that's what's freaking me out. You see those guys that came back up? No, and I prefer it that way. At least I'm not shitting myself like you. Now, it'd be real nice if you could stop giving us all the creeps. All right, whatever. Just don't expect me to go first when we get there. Right. This way we can take care of the nests by ourselves and get the bounty. Bounty? They didn't
There's a bounty if you destroy the nests. Guards will give you extra stuff. So far, I haven't heard a lot of squads getting that far, but hey, you can always dream, right? Ach, das machen wir gleich mit. Ein paar Rühreier machen. Ja, dann gehen wir halt mal ins schwarze Dunkle darunter. Natürlich freiwillig. Stürmen. Oh, ein großes Ei. Taktikmenü, drücke Q um Taktikmenü. Ach so. Das sind ein paar viele von denen. Draufhauen. Ausweichen. Übrigens, bei den Maulwürfern funktioniert kein Sandwurf. Die haben natürlich irgendwie keine Augen oder schlechte Augen. Kenne deinen Feind. Nutze die unterschiedlichen Taktiken. Aua. Draufhauen. Ruf da. Jo, hey. Jo, noch ein paar Eiermatsch machen. Gibt's ja auch extra Bonus. Jesus, you sure are a tough one. Destroy a nest, son of a bitch. Glad we're in the same squad, buddy. Natürlich bin ich voll krass. But I think we could have got a couple on the quiet before the others showed up. Give it a shot next time. Irgendwie haben die Maulwürfe nix. Naja, was soll's. Gehen wir weiter. Schauen wir uns kurz die Map an. Ja, sieht ziemlich linear aus. So. Schleichmodus, naja. Überzeugt hat mich das nicht. The guard up top said if we came across the last squad, we should look for anything useful, so. Ja, ein bisschen Waffen holen, ne? Oh weh, oh weh. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Also ganz ranschleichen und dann R-Taste drücken. Oh, geht nicht. Achso, das muss man jetzt ausbilden. Na. Aber ich habe ziemlich guten Damage gemacht, so einen halben Balken, das geht schon rein. Oh oh. Jetzt gibt's erstmal Haue. Ja, ich weiß, dass das Timing stimmen muss, aber manchmal ist das ziemlich krass. Dann konzentriere ich mich erstmal hier auf den da. Ah, shit. Nicht geschafft. Ha, jetzt aber voll in die Fresse. Und weg da. Aua. Boah, 30 Schaden, ey. Ach so, meine Teammates. Gar nicht gepeilt. So. Achso, da hinten sind noch. Irgendwas ist hier noch. Ja, die Maulwürfe. Haben wahrscheinlich wieder nix. Aber die Waffen muss ich mitnehmen. Da. Oh, hat auch nix. So. Oh, eine schöne Kiste. Und ein paar interessante Sachen. Heilungspakete, Serum, Legierungen. Naja, bis jetzt kann ich ja noch nicht viel herstellen, weil ich die Fähigkeit noch nicht ausgebaut habe. Aber das ändert sich mit dem Lauf des Spiels. Da kann man richtig gute Sachen ausrüsten. Ziemlich ungewöhnlich aber gemacht, diese Waffen, die man so hat.
Handgemachte, was habe ich da gerade gekriegt? Handgemachte Granaten. Ja, die tun wir mal festlegen. Die Pistole. Ja, genau. Dann habe ich die. Boah, Riesenviech. Nein. Boah, wie kann ich so viel Schaden kriegen, ey? Oh, jetzt habe ich Angst. Los, verprügel den. Schnell ausweichen. Helft mir. Boah, das war knapp. Wow. Oh, Glück gehabt. Nee. Oh, Level up. Das ist gut. Leder. Ach, die dritte Waffe. Ja, dann steige ich erstmal ein Level up. Was haben wir denn hier? Erlaubt Projektile zu parieren. Mehr Schaden. Elektrischer Schaden kontinuierlich. Oh, ich habe mein Skype nicht ausgemacht. Na, das, da kümmere ich mich später drum. Elektrischer Schaden kontinuierlich. Okay. Beim Ausweichen weniger Schaden kriegen. Das ist auch wichtig. Vor allem, denke ich mal, bei Extrem. Charakter. Ah, eine Stufe muss ich noch aufsteigen. Dann kann ich nämlich Kampfgeist lernen. Dann kriege ich nochmal 20% mehr Erfahrung. So, jetzt verstecke ich erstmal die Waffen. Auf der Map wird es meistens oder immer mit so einem roten Kreis mit einem gelben X und Pfeil. What are you thinking of doing with these guns? We can't go back up with all this stuff. But if I tell the guards where to find them. Shit, never thought a bounty would get you heated up like that sobriety prick. Ja, warum nicht? Oh, da ist noch eine Leiche zu untersuchen. Explosive Falle war drin. Ja. Hm, da haben wir sie. Ach, brauchen wir jetzt noch nicht. Also wenn das mal nicht harmlos ist. Schleichen, schleichen, nein, schleichen. Und draufhauen. OMG. Das gibt jetzt ein deftiges Gewurstel. Boah. Granate. Und drauf. Boah, jetzt die Granate, jetzt die Granate. Boah, das hat gesessen. Jetzt muss ich aber ausweichen und Tränke nehmen. Boah. Für was habe ich die Nagelpistole? Ja, ein bisschen schießen hier. Jetzt habe ich Angst. Nur noch ein paar Leben, keine Items mehr. Granaten verbraucht. Nur noch ein paar Nagelpistolen, Munitionsdings. Ach, schießen wir einfach mal drauf. Irgendwie hat sich das jetzt gelohnt. Jo. Vivon. Nein. Hä, was geht denn jetzt? Achso, ich habe das Nest zerstört. Hey, guys. You see that? And? Don't feel like you're letting us do all the dirty work, huh? Not like we need a distraction, you know? Seriously, look! Looks like some metallic stuff down this hole. That's the bugs' tunnels. Far as I know, they don't use metal for supports. That's fucking weird, man. Irgendwelche Viecher. Almost looks like pre-turmoil shit. Stuff built by the colonists.
Holy shit! You sure? Relics? I said almost. We gotta go back up fast and tell the guards. We'll get triple rations. You sure got a problem with food. I'm with you on that, though. And anyway, who knows what's down there? Better we tell them to go down and see for themselves. Ja, stimmt. Da unten gibt's bestimmt ganz schön ein Ausmachen. Deswegen lieber erstmal. Hä, was? Säuberung? Wie jetzt? Ach, ich war noch gar nicht überall. Hole ich erstmal das ganze Zeugs hier. Wo muss ich den jetzt eigentlich hin? Auftrag? Alle Maulwürfe töten. Na, irgendwo fehlen noch welche. Da bin ich wohl irgendwo mal nicht abgebogen. Na, ich schau einfach mal. La la la. Ach, bin ich da oben wahrscheinlich nicht gewesen. Ja, das sind ein paar Eier. Erstmal eine Runde schleichen. Schleich, 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 schleich. Jetzt. Nein, jetzt. Oh. Attacke. Ah, der Schaden hat noch gegolt. Boah. Nagelpistole. Oh, die macht schon besser Damage. Mann. Ich muss erwähnen, dass das Spiel anfänglich ziemlich schwer ist zu steuern. Selbst für mich, wo ich das Spiel schon zu Ende gespielt hatte, ist das noch ein bisschen kompliziert. Wenn mein AD stirbt, dann wird wieder ein Maulwurf weniger abgelenkt. Aber im Kreisrennen geht auch. Wenn die mitmachen. So, geht das auch. Einschlag und dann abhauen. Oh, den einen habe ich eine geklebt, aber den anderen, der hat mir eine. Schießen wir mal lieber auf den großen. Boah, das war gut abgewehrt gerade. Ach, Glück gehabt. Ja, jetzt noch das Ei matschen und dann. Ja, dann müsste ich es eigentlich geschafft haben. Ne, da ist noch eins. Come on, we're done. Let's go see the guards. Okay. Nein, Moment, ich wollte noch die Leichen durchsuchen. Ach, egal. Wegen dem werde ich jetzt das Spiel nicht verlieren. That's not it. I found something down there. Well, well, let's see. And just what did you find, your asshole? Something for a jerk-off like you. No, seriously? There's some kind of debris down one of those holes there. Metal stuff. The guy over here says they're relics from the colonists. Yeah, right. And I bet he told you he used to work in a museum. Ah, ein Schreibfehler. Wetter stand da. Aber ich wette, heißt das. Na egal. Up to you if you want to risk ignoring it just because you can't stand me, but your boss might not think the same way if he hears about it. All right, we'll call the boss and you better not be shitting us to get out of working. Our tech demand says not exactly a bundle of laughs. Ein Technomat. Oh weh. Hübsch sieht sie aus.
I've been told you found something suspicious. Report, soldier. Yes, sir. The cleaning squad went down, but they came back early, saying they found some metallic debris in one of the tunnels. The prisoner says they're relics. I thought I should tell you. If they actually are relics and not the fantasies of a group of gullible fools, you did the right thing, soldier. Mm. So, prisoner, describe what you saw and what makes you think it was relics. Unless you happen to be an expert. I'm not the one who said they were relics, sir. I'm, he did. I just saw metal scraps down a hole in it. Enough. You, speak. There really is metallic debris in one of the tunnels dug by the moles. Old metal, manufactured. That's why I think it could be what's left of some colonial facility. And do you have much experience with colonial facilities? Not really. It's just a guess. Well, well. A smart prisoner. This camp is chock full of surprises. Mary, my dear, do go down and see what this is all about, will you? Tell me if our local genius here is right or wrong. Yes, Master. And take him with you. With someone else. Give me a report. And, Mary, don't take any unnecessary risks. Yes, Master. Ja, geht's jetzt zur Höhle, glaube ich, zurück, oder? Ja, sieht so aus. It's here. We didn't go down. The debris looked strange, so we went back up immediately. Oh, really? Really? You're right. It does look like pre-turmoil ruins. Hmm. Ja, dann gehe ich da halt mal runter. In die Höhle des Löwen, sprichwörtlich oder buchstäblich. Ach, nur ein paar Eier. Das kriege ich schon. People would have just mistaken it for drilling machinery. What did you do before the war? Well, I... What the... Oh weh, ein großes hässliches Ding. A queen. Ach so, eine Queen, Königin. Ja. Naja, es sieht schon beängstigend aus. Au. Naja, ich verprügel das jetzt mit irgendeiner Rohrzange. Achso, ich muss die Eier zerstören. Na, dann mach ich das mal. Au! 40 Schaden, ey. Crazy. Die Mauruskönigin, diese Kreatur ist zu stark, um sie von vorne zu bekämpfen. Versuch sie aus dem Gleichgewicht. Welche Idee? Und wie? Ich hau mal lieber die Eier. Also, kleiner Tipp, einfach rumrennen und einmal draufhauen und weiter rumrennen. Weil man muss hier bei dieser Quest nur die Eier zerhauen. Da wäre es blödsinnig, sich gegen so eine Kreatur die ganzen Ressourcen zu verbrauchen. Das Ei in der Ecke, da nehme ich lieber nicht, weil ich muss ja nur noch eins zerstören, das wäre ein bisschen ungünstig. She's waking up. I'm done here. No way I'm sticking around. You stay with your girlfriend. So ein Feigling. Whatever your name is, charge some fluid now. We need a powerful shock to collapse this tunnel or that thing will follow us. What about the relics? No, we can't just. Am Anfang habe ich gar nicht gefallen, was hier gemeint wurde. Aber man muss sie hier hinterlocken und irgendwann kommt da so ein Blitzschlag. Wenn die dann endlich mal aufgeladen hat.
Angebot. Komm her, Queen. Das war's dann wohl mit der Höhle. Such a shame. We'll never know what was in the tunnel now. Maybe we could send in a squad to clean out the rubble. With that creature down there? With all due respect, ma'am, I don't know many people with the guts to do that. You told me exactly what to do. How is it that you know so much about the powers of technomancy? I worked with one once, nothing more. Is that so? Ja, let's return. I must report this. Roy, if you need a hand for a job or something, you know where to find me, right? Ja, natürlich. Voll der Boss-Mob. Sieht zumindest so aus. Master, they were indeed relics from pre-termal times. They were? The tunnels were inhabited by a queen who had to run away and collapse the tunnel. I failed, Master. I'm sorry. Miri, I am sure you did what had to be done. I told you not to take any unnecessary risks, and you did not. You did well. Ja, ja. Locke die Königin an das Ende der Höhle. Auftrag erledigt. Level up? Nein. Aufgabe abgeschlossen. Gebe der Wache Joe die Nagelpistole. Ach, schade. I brought you the gun. See anything down there? Any trace of the others? Sorry, but it's kind of dark down there and we were under pressure. Bugs were everywhere, so no, I didn't see anything. Shit. Think we're gonna have to send out a patrol. We can't leave those guys lying around in the tunnels. Too bad about the reward. Come on, get out of here. Hmm. I still can't get over the state of those guys that came back up a while back. You gotta ask yourself if they really know what they're doing in recruitment. Okay, dann beende ich hier mal den nächsten Part und werde dann beim nächsten Mal irgendwie Innocence wieder treffen. Also bis demnächst. Ciao.